Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Wir schauen uns heute an, wie wir eine Passwortliste erstellen. Und zwar keine gewöhnliche, sondern eine viel effektivere. Das machen wir, indem wir persönliche Informationen wie Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Name der Frau, Kind, Name des Mannes, Name des Haustiers und die ganzen Geburtsdaten davon eben wiederum in unsere Passwortliste einfließen lassen und somit generieren wir eine optimale Passwortliste, um eben Accounts zum Beispiel zu bruteforcen, also die Passwortliste durchzuarbeiten auf irgendeinem Login, der Person gehört und haben somit eine wesentlich höhere Chance. Ich zeige dir, wie du diese Liste erstellst, welche Tools wir brauchen, wie wir es installieren und ja, wenn dich das interessiert, dann sehen wir uns gleich und ich wünsche dir jetzt schon mal mega viel Spaß. Cybersecurity. Be part of IT. Okay, dann beginnen wir gleich mal. Ich habe jetzt schon für dich die Seite aufgerufen. Das Tool heißt Mebus. Das müssen wir uns runterladen auf GitHub. Link kommt in die Beschreibung. Und dann kannst du es ganz leicht auch runterladen oder kopieren. Einfach hier den Link kopieren. Dann können wir jetzt entweder das auf Windows machen oder Linux oder Kali Linux in unserem Fall. Und ich mache es auf Kali Linux, da das eher für IT-Sicherheit und Hacking gedacht ist. Deswegen habe ich das für dich auch schon vorbereitet. Und jetzt hier der bekannte Befehl, git clone. So können wir das eben easy runterladen von der Webseite, den Link einfügen. Mebus Cup heißt das Tool, um genauer zu sein. Und ja. Dann einmal Enter, dann wird es heruntergeladen, dauert nicht lang. Und ja, dann können wir einfach in das Verzeichnis gehen mit CD, Cup. Und jetzt sind wir in dem Verzeichnis. Und hier können wir dann ls tippen, dann sehen wir genau, was alles in dem drin ist. Wir sehen hier eine Python-Datei. Die müssen wir ausführen, relativ einfach mit Python. Ich kann euch sagen, das ist Python 3. Deswegen müssen wir die 3 noch hinschreiben und dann einmal cup.py wieder und schon können wir das Programm einfach mit Enter starten. Jetzt sehen wir hier, wie das Ganze aussieht. Wir haben hier eine Kuh, was auch immer das sein soll. Common User Password Profiler heißt das Tool ausgesprochen. Und ja, hier haben wir die Hilfe. Also mit minus H können wir uns Help anzeigen lassen. I ist für Interactive. Hier werden uns eben die Fragen gestellt zu dem Nutzer, den wir eben bruteforcen wollen. Und ja, hier könnten wir auch eine Datei importieren, wo die ganzen Informationen über den Nutzer schon enthalten sind. Haben wir jetzt aber nicht, deswegen machen wir das nicht. L, Download Huge Wordlist from Repository, brauchen wir jetzt auch nicht, weil wir wollen ja unsere eigene erstellen. Und so weiter. Hier können wir auch noch die Version anzeigen lassen oder Quiet, dann zeigt es uns eben diese schöne Kuh hier nicht an. Genau. Gut, ich würde sagen, dann starten wir das mal mit minus i oder wir clearen erstmal, dann ist es übersichtlicher. Und jetzt das Ganze mit minus i starten. Und jetzt werden wir auch schon nach unserem Opfer gefragt sozusagen. Und wir nennen unser Opfer, weiß ich noch nicht. Ich nehme einfach ein Fake Profile Generator oder Fake Name Generator. Hier können wir uns auswählen, männlich, weiblich. Wir machen einfach Deutsch, Land, auch Deutsch. Kriegen wir einen richtig schönen Hans-Peter. Und ja, jetzt haben wir hier irgendeinen Namen. Ihr nehmt halt dann natürlich den, mit dem ihr es testen wollt. Also euren zum Beispiel. Hier auch nochmal, bitte verwendet es nur, um es zu testen. Nur für Educational Purpose. Also nur für Ausbildungszwecke. Und nicht, um irgendjemand zu schaden. Das liegt mir wie immer am Herzen. Also macht es euers Willen, lieber nicht bei irgendwelchen anderen Leuten. Und wegen den anderen natürlich auch. Okay, dann können wir jetzt hier weitermachen. Stefan Köhler, das hört sich echt nach einem deutschen Namen an. Gut, den können wir hier unserem First Name eingeben.
der Stefan, dann der Nachname, der Surname, der Köhler. Ja, Rechtsklick. Dann haben wir hier den Nickname, dann nennen wir ihn Steff oder so. Nickname halt. Geburtsdatum 2.4.19, keine Ahnung, ist ja auch egal. Ist ja nur zur Demonstration. Dann Partnername, das ist die Melanie. Ich gebe jetzt hier nicht so viel Mühe, weil das ist ja eh scheißegal. Hier gibt es ja da eh was anderes ein. Und das Kind heißt der Hans. Der Hans. Nickname ist der Hansi. Genau. Dann hier, der hat auch hier irgendwann Geburtstag. Und die Katze oder das Tier heißt... Wie heißt das Tier? Weiß nicht. Schreibt es mir in die Kommentare, wie das Tier nächstes Mal heißen soll. Hundi. Und die Company arbeitet für LH Cyber Security natürlich. Gut. Wollen wir noch extra Wörter hinzufügen? Ja. Wir sagen mal, der Stefan ist ein großer Eisenbahn-Fan. Und deswegen wollen wir das auch unbedingt noch in unsere Wörterliste mit aufnehmen. Und sagen hier jetzt yes, dann können wir noch Eisenbahn eingeben. Und der wird jetzt in unsere Wörterliste oder Wörterliste das alles eingefügt. Die Eisenbahn auch nochmal. Jetzt können wir auch noch Special Characters festlegen. Sagen wir, unser Stefan ist sehr energisch und schreibt immer Ausrufezeichen. Und deswegen wollen wir auch noch in unserer Passwortliste ein Ausrufezeichen haben. Ja, oder ein Y habe ich jetzt falsch eingegeben. Dann wollen wir seine Lieblingszahl ist, sagen wir 7. Und das wollen wir deswegen auch noch in unserer Liste haben. Genau. Dann Leech Mode oder Lead Mode, dass eben manche Buchstaben als Zahlen geschrieben werden. Unser Stefan ist jetzt kein ITler und kein Hacker. Deswegen brauchen wir das nicht. Und dann sagen wir nein. Und ja. Jetzt wurde unsere Datei gespeichert, also unsere Passwortliste generiert, stefan.txt. Und wir sehen hier 18.355 Wörter wurden erzeugt oder Passwörter, die wir dann mit Hydra oder so, irgendeinem Passwort-Cracking-Tool, einfach ja, verwenden können und ja, loslegen. Genau, jetzt können wir hier noch Hyperprint machen. Hyperprint zeigt uns nochmal alle Passwörter an. Zeige ich euch jetzt auch. Und ja, hier werden jetzt die ganzen Geburtsdaten alle mal durchgecheckt, in Kombination auch. Mutter, Kind, Tochter, was weiß ich, Benutzer und so weiter. Und dann, ja, das dauert jetzt ewig, das brauchen wir uns jetzt nicht antun, das alles manuell anzuschauen. Wir schauen uns gleich lieber mal die Datei an, die wurde im CAP-Ordner erstellt. Unter Stefan. Und hier haben wir die Passwortliste auch schon. Ich hoffe, wir können das ein bisschen größer machen. Ja, geht leider nicht so auf die Schnelle, aber man kann es, glaube ich, gut erkennen. Und ja, hier sind erstmal die ganzen Geburtsdaten miteinander kombiniert, wie gerade schon gesagt. Und ja, jetzt hier kommt der Hansi Hans mit den Ausrufezeichen, weil er immer ausrastet, zum Beispiel. Dann kommt der Hundi, sein Tier. Auch wieder mit verschiedenen Kombinationen, die häufig verwendet werden. Dann mit Geburtsdatum in Kombination. Dann kommt seine Frau, die Mel oder Melanie. Dann die Steff wieder. Das alles rückwärts geschrieben auch noch. Auch cool. Dann kommt Hansi Hans, sein Name und sein Spitzname. Und ja, die Geburtsdaten halt immer so. Dann kommen eben auch noch wieder die Nicknames. Alles nochmal rückwärts geschrieben, Groß-Kleinbuchstaben. Also ich würde sagen, dann kommt die Steff wieder oder der Stefan. Ja, ich würde sagen, die Liste hat alles, was man so sich ausdenken kann, gefühlt. Also wenn der Nutzer jetzt nicht der Schlauste ist und auch nicht so viel Ahnung von IT hat oder von Passwörtern zumindest und so vorgeht wie viele Leute,
und einfach seinen Namen plus Geburtsdatum oder irgendeiner Zahl in Kombination verwendet, dann, oder halt von der Tochter oder dem Tier, dann ist es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, mit dieser Passwortliste in das System reinzukommen. Und ja, macht das Ganze wesentlich effektiver. So macht Brute Force auch Sinn, weil ich bin der Meinung, Brute Force ist komplett überbewertet. Man hört es zwar immer, man sieht es auch in den ganzen Hackerfilmen, aber Brute Force ist einfach viel zu aufwendig. Also es dauert viel zu lange, wenn da ein Passwort, keine Ahnung, mit 10 Stellen ist, dann sitzt man da mehrere tausend Jahre mit einem Brute Force da. Also wenn man die normale Methode verwendet. Und so durch diese Social Engineering Wordlist haben wir eben eine Chance, das Passwort in relativ kurzer Zeit zu knacken und müssen hier nicht mit Quantencomputern und was weiß ich arbeiten, um das Passwort zu knacken. Genau, wie es weitergeht, zeige ich euch dann mal in einem anderen Video mit Hydra oder so. Aber hier habt ihr jetzt schon mal die Wörterliste. Alle, die sich mit IT-Sicherheit und sowas auskennen, wissen ja jetzt, wie man weitermachen kann. Die anderen müssen halt noch leider warten. Und ich wollte noch darauf aufmerksam machen, ihr seht, es flammert nichts mehr. Ich habe jetzt einen Greenscreen, habe ich mir extra für euch gekauft. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es. Alle mal ein Like da lassen für den Greenscreen. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, natürlich auch ein Like da lassen, Abo wie immer, Glocke. Und ansonsten gibt es jetzt auch einen neuen Slogan, Be Part of IT oder Be Part of It. Und das würde ich dir auch ans Herz legen. Werd einfach Teil der Community. Wir werden immer mehr, es wird immer cooler. Und wenn du dabei bist von Anfang an, würde es mich natürlich mega freuen. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute. Be Part of It und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.